Der letzte Finalist ist auch ein Beobachter der Welt. Er ist Stand-Upper durch und durch. Er scheut keine Konflikte, weder mit dem Publikum noch mit sich selbst. Und geht mit seiner Comedy auch gerne mal dahin, wo es weh tut. Genauso wie sich das für einen guten Stand-Upper gehört. Ich freue mich nun, Ihnen den letzten Teilnehmer des Wettbewerbs um Jury- und Publikumspreis präsentieren zu dürfen. Hier für Sie jetzt auf der Bühne, Sharak Shapira! Danke. Es stimmt, was Tobias sagt. Ich gehe dahin, wo es weh tut. Ich stehe auf der Bühne und ich provoziere Leute, nicht mit Absicht, aber es ist okay, wenn es passiert. Ich habe mir überlegt, heute mache ich was anderes. Heute mache ich es ein bisschen anders. Ich nehme ein leichtes Thema, irgendwas Lockeres, wo jeder ein bisschen mitlachen kann. Terror. Terror ist das Thema. Ich komme aus Israel. Ich bin in Terror groß geworden, in Krieg und Terror. Schon mein Großvater wurde von Terroristen ermordet. Das war hier in Deutschland. Der war in den Olympischen Spielen in München, 72. Und er war einer von 11 Sportlern, von 11 israelischen Sportlern, die von Terroristen entführt und ermordet wurden. Er war das Leichtathletiktrainer. Und vorher war er Kurzstreckenläufer. Er konnte sehr schnell laufen. Nicht schnell genug. Sorry, war euch der Witz über meinen Großvater zu hart? Es tut mir leid. Es tut mir leid, es ist unangenehm. Comedy ist unangenehm, das Leben ist unangenehm. Ich auch. Ich habe in meiner Zeit in Israel habe ich 2 Intifadas mitgemacht. Ich weiß auch, wir haben Israel 2002 verlassen, da sind 150 Menschen in einem Monat nur durch Selbstmordattentäter gestorben. Ich habe ein bisschen Erfahrung mit Terror, das will ich damit sagen. Und deswegen ist es so befremdlich für mich, wenn ich höre, wie manche Leute in diesem Land über Terror sprechen. Weil, habt ihr Angst vor Terror? Nee, ne? Es sind nie die Leute in Großstädten, die Angst haben. Es sind immer irgendwelche Bauern in Brandenburg. Ich sehe sie bei Stern TV, die geben da Interviews. Die Terrormusel, die kommen hierher zu mir, in mein Dorf. Nein, entspann dich, Günther. Dein Dorf hat nicht mal ein Kino, Günther. Du hast nicht die Infrastruktur, um terrorisiert zu werden, Günther. Nicht mal deine Enkelkinder kommen dich Weihnachten besuchen, Günther. Was fahren diese Leute für einen Film? Was fahren die für einen Film? Dass sie glauben, irgendein Mann aus der irakischen Wüste fliegt nach Deutschland, nimmt erstmal 3 Stunden Flixbus nach fucking Neuruppin. Nur um die 2 Omas umzubringen, die eh schon innerlich tot sind? Was? Wenn du in Brandenburg lebst, das Schlimmste, was dir Terroristen antun können, ist, dich weiterleben zu lassen. Was sind das für... für absurde Ängste, das sind arrogante Ängste. Es sind arrogante Ängste. Es ist so, als hätte ich Angst, dass Megan Fox mich vergewaltigt. Stellt euch vor, ich, Sharak Shapira, der mittelmäßige Comedian, sitze bei Stern TV mit meinem 40% Körperfett und dann sage ich, die Megan Fox, die kommt hierher zu mir, in meine Wohnung und schiebt mir ihre Titten ins Gesicht. Fick diese Leute. Das meine ich ernst, das ist kein Witz. Fick diese Leute. Die sitzen da in ihrem Dorf, sagen uns, vor wem wir Angst haben müssen, welche Minderheiten wir befremden und diskriminieren müssen, weil sie irgendwelche Filme fahren in ihrem Kuhstall. Fick sie. Ich wusste nicht mal, dass sie da Internet haben. Die kommen zu mir immer, die schreiben mir auf Facebook, du traust dich nicht, dich über die Islamisten lustig zu machen. Wirklich, watch me. Ich bin nicht beeindruckt, das verstehen die nicht. Ich bin von dem Terror hier nicht beeindruckt. Ich komme aus Israel. Ich bin von der Terrorqualität in Europa nicht beeindruckt. Ich sage euch, ihr kriegt nicht den guten Scheiß. Ich habe das Gefühl, sie schicken nicht ihre besten Fachkräfte. Die haben stark angefangen.
Die haben stark angefangen. Diese Leute haben mal Flugzeuge entführt. Die haben Flugzeuge entführt, sind einfach in Gebäude reingeflogen. Es war unheimlich. Und dann ging es nicht mehr mit den Flugzeugen. Also haben sie angefangen, LKWs zu klauen. Riesige LKWs in der Straße durchgebrettert. Immer noch unheimlich. Jetzt versuchen sie, sich einen Fiat Panda zu mieten, jemanden auf dem Fußgängerweg zu erwischen. In 2 Jahren siehst du sie auf einem Segway. Allahu Akbar! Selbst Allah schämt sich. Selbst Allah denkt sich, oh Digga. Digga, du kannst keinen Dschihad auf einem Segway machen, Digga. Kannst du meinen Namen da rauslassen? Schrei Jesus Wakbar. Komm, lass mich da raus. Krieg und Terror, das war meine Kindheit. Als ich 3 war, brach der 2. Golfkrieg aus. Und alle hatten Angst vor Raketen, weil Saddam Hussein hatte chemische Waffen und alle anderen Waffen irgendwie. Und alle hatten Angst vor, in Israel, vor Senfgas. Senfgas ist so ein Gas, es bleibt am Erdboden, es greift die Lungen an, die Haut. Es fühlt sich an, als würde man lebendig verbrennen. Und wir sind alle hatten Gasmasken. Wir sind jedes Jahr, haben wir neue Gasmasken abgeholt. Und man hatte seine Gasmaske immer mit im Rucksack. Es gab sogar Designertaschen für Gasmasken, das ist kein Witz. Und das war meine Kindheit. Ich saß im Bunker, hatte eine Gasmaske an, Sirenen. Meine Kindheit war ein bisschen wie ein Berliner Techno-Club. Einfach so Sirenen, Raketen, pum, 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 pum. Ich weiß, es ist traurig. Comedy ist traurig. Man kann sich entscheiden, ob man lacht oder weint. Ich habe keine Lust mehr zu weinen. Deswegen lache ich. Hier ist das Interessante. Die Gasmasken, die wir alle in Israel getragen haben, die wurden nicht in Israel hergestellt. Die Gasmasken kamen aus Deutschland. 50 Jahre nach dem Holocaust haben die Deutschen den Judenstaat mit Gasmasken beliefert. Und ich habe davon erfahren und ich dachte mir, wir hätten sie ein bisschen früher gebrauchen können. Das ist die Ironie der Geschichte. Wisst ihr, wer Senfgas zuerst eingesetzt hat? Deutschland, ihr, wir, ich bin jetzt auch Deutscher, es tut mir leid. Wisst ihr, wer Senfgas erfunden hat? Ein deutscher Jude, wir, also ihr, was? Ich bin verwirrt. Zyklon B, eine jüdische Erfindung. Das ist nicht gut gelaufen, wow. Im Zweiten Weltkrieg wurden keine chemischen Waffen eingesetzt. Nee, Hitler hatte chemische Waffen. Er wollte sie nicht einsetzen. Er hatte Angst, dass wenn er das tut, dass die Alliierten auch chemische Waffen einsetzen. Aber das Ding ist, die Alliierten hatten keine chemischen Waffen. Versteht ihr, was das bedeutet? Hitler hätte durchaus den Zweiten Weltkrieg gewinnen können. Aber er hat das ganze Gas an den Juden verschwendet. Manchmal steht dir dein Hobby im Weg. Das war's von mir. Vielen Dank. Sarah Shapira.